Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die heutige Haushaltsberatung ist in gewisser Hinsicht eine demokratische Anomalie. Und das soll noch nicht alles sein. Wir beschließen heute über einen Haushalt für das laufende Jahr, dessen zwingende Kernbestandteile seit 6,5 Monaten bereits in Funktion sind. Ein Haushalt, der, wenn er heute beschlossen wird, dann vermutlich erst Wochen im Regierungspräsidium zu genehmigen vorgelegt werden wird, so sah zumindest die Praxis in den vergangenen Jahren aus, und der nach Erfolg der Genehmigung letztlich frühestens im Oktober wirksam wird. Das heißt, dass mindestens 10 Monate dieses Jahres der Oberbürgermeister Kämmerer im Rahmen einer vorläufigen Haushaltsführung nach nicht offengelegter Verfahrensdauer und Kriterien Ausgaben bewegt. Oder auch nicht. Denn in dieser Zeit sind nur rechtlich verpflichtende oder der weiterführenden aufschiebbare Aufgaben in der Ausgaben zu setzen. De facto, damit ich mir mit Herrn Dr. von Rüden den Punkt sehr einigen, wird dadurch für das Jahr 2021 über weite Strecken die Haushaltshoheit der Stadtverordneten ausgehebelt und damit eines der wesentlichen Rechte der Stadtverordneten. Begründet wurde die verspätete Haushaltseinbringung im Dezember letzten Jahres mit den haushaltswirksamen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sich allerdings, wären sie denn, in der damals im Schreckensszenario ausgemalten Härte tatsächlich eingetroffen, auch über einen Nachtragshaushalt hätten bewältigen lassen, wäre der Zumal er zu jedem beliebigen Zeitpunkt seit Ausbruch der Corona-Pandemie der Kämmerer und Premier demonstrativ erklärt hat, es sei die Reserven vorhanden und Kassel sei in der Lage, die Corona-bestimmten Lasten im Haushalt zu stemmen. So im Frühjahr 2020, als das Programm Kopfhof Kassel über einen Nachtragshaushalt ins Werk gesetzt wurde, so auch bei der Haushaltseinbringung und so erst recht, nachdem klar ist, dass mit einem Haushaltsüberschuss für das laufende Jahr in Höhe von 111 Millionen Euro gerechnet wird. Kassel ist stabil, das ist gut so, aber da müssen wir dann, dass wir das tatsächlich im Rahmen einer Haushaltsberatung hinkriegen, die Zukunftsprojekte behandeln, und zwar tatsächlich für die Zukunft und nicht für ein bereits überwiegend gelaufenes Haushaltsjahr. Ausschlaggebend für diese verspätete Haushaltseinbringung dürfte wohl sein, dass vor der Kommunalwahl für diesen Haushalt in seiner ursprünglich angedachten Form angesichts einer bereits Ende 2019 geplatzten rot-grünen Koalition keine Mehrheit sichtbar. Was im Vorfeld einer Wahl natürlich ein besonderes Ungemach darstellt, zumal, wenn die bisherigen Koalitionspartner, wie noch vor einem halben Jahr in aller Breite zelebriert, sich gegenseitig blockieren und auszumanövrieren versuchen und eigentlich nicht erkennbar ist, wenn denn noch die gemeinsamen Projekte bestehen, die einen solchen Haushalt oder den stumpfen Vollzug des Verwaltungshandels hinaus Richtung Stahlkraft verleihen. Beratung, Beschlussfassung des Haushalts, dann angesichts mit kleiner Mehrheitsverhältnisse einfach mal auf Termine nach der Wahl zu verschieben, erscheint vor diesem Hintergrund dann ja auch für den OB und Kämmerer und seine Partei durchaus reizvoll. Hat aber, vorsichtig ausgedrückt, sein Geschmäckchen. Zumal ein zur Beschlussfassung anstehender Haushalt, der auch eine hervorragende Gelegenheit ist, um im Rahmen von Koalitionsverhandlungen Drängs abzustecken und Prioritäten auszuhandeln, die aber vermutlich so wichtig dann erst im kommenden Haushalt 2022 zum Tragen kommen werden. Ich bin sehr gespannt. Nun haben wir also eine neue Koalition, jetzt also Grün-Rot, einen Koalitionsvertrag, der abzuarbeiten ist und über dessen sorgsam diplomatisch austarierte Spiegelstriche und ihre genaue Ausformulierung in den nächsten Jahren vermutlich hinter den Kulissen noch des Öfteren gebrütet, gestritten und gefeilscht werden wird. Und damit einhergehend also auch ein beschlussreifen Haushalt als Widerspiegelung der neuen Kräfteverhältnisse zwischen SPD und Grünen und als ersten Prüfstein der neu formierten Zweckgemeinschaft der größeren Kontakt im Dezember mit dem neuen Haushalt. Diese verzögerte Haushaltsberatung ist nach politisch-taktischen Gesichtspunkten durchaus nachvollziehbar. Gut für die kommunale Demokratie ist sie allerdings nicht. Und um nicht als Statisten eines letztlich belanglosen, weil durch fortgesetzte vorläufige Haushaltsführung in diesem Jahr kaum ernsthaft Wirkungsmacht entfaltenden Haushalts, also eines Schattenspiels dazustehen, hat meine Fraktion beschlossen, Herr Müller, Ihnen ist ja auch schon aufgefallen, zu diesem Haushalt keine Haushaltsänderungsanträge einzubringen, die ja suggerieren würden, hier und heute würde im Zusammenhang mit dem Haushalt 2021 tatsächlich Zukunftsprojekte für die Stadt.
Sie müssen sich heute also nicht mit unseren in Antragsform gegossenen weitergehenden Vorstellungen zur Verkehrswende, zum Rückentarif im öffentlichen Nahverkehr, zur sozial-ökologischen Umgestaltung der Stadt, zu Maßnahmen zum Mieterschutz, zum sozialen Wohnungsbau, dem Kampf gegen Kinderarmut und für gesicherte tarifliche Beschäftigung bei der Stadt und dem notwendigen Ausbau der sozialen Daseinsvorsorge auseinandersetzen. Oder auch den Klassiker mit der aus unserer Sicht notwendigen moderaten Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze, nebst reflexhafter Ablehnung aller anderen Fraktionen, ersparen wir Ihnen und uns diesmal. Über all diese Dinge wird zu reden sein, wenn im Herbst der nächste reguläre Haushalt für das Jahr 2022 eingebracht und im Dezember hoffentlich dann zur Abstimmung steht. Und dann tatsächlich etwas Substanzielles für ein ganzes Haushaltsjahr. Ein paar Bemerkungen zum vorliegenden Haushalt allerdings hätte ich doch noch zu machen. Denn auch wenn dies ein übergeordnetes Haushalt ist, muss man sich ja doch die Frage stellen, wie bildet sich im Haushalt der Anspruch der Koalition ab, auf die Herausforderungen der Klimakrise zu reagieren und haushaltswirksame Maßnahmen einzuleiten, die tatsächlich das Ziel erreichbar machen, bis 2030 als Stadt klimaneutral zu werden, wie wir es ja im Herbst 2019 als Stadt verordnet haben. Weiterhin beschlossen. Der Klimawandel stellt uns vor die Aufgabe, einen beispiellosen Umbruch in der Produktion und Reproduktion des materiellen Lebens zu darstellen und unsere Konzepte von Mobilität, Energieversorgung und Lebensweise grundlegend in Frage zu stellen und darüber hinaus auch diesen notwendigen, fundamentalen sozial-ökologischen Umbau so zu gestalten, dass alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und Teil dieses Prozesses sind, anstatt soziale Ungleichheit zu verschaffen. Und auch wenn die großen Fragen der Zukunft der Gesellschaft, der Produktions- und Lebensweise letztlich an anderer Stelle gestellt werden, und wir der Auffassung sind, dass sich da letztlich auch die Systemfrage stellt, weil Nachhaltigkeit und Kapitalismus eben systemisch unvereinbar sind, so muss eine fortschrittliche Kommunalpolitik vor Ort die richtigen Weichen stellen, um eine klimagerechte Stadtentwicklung und gute, menschenwürdige Lebensbedingungen für alle in Kassel zu erreichen. Dazu gehört an entscheidender Stelle der Umbau des Verkehrssystems, also der Ausbau des Umweltverbundes aus ÖPNV und Bad- und Fußverkehr. Und gerade vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Drucks, den die Klimabewegung und nicht zuletzt der Ratentscheid in den letzten Jahren in Richtung einer klimagerechten Mobilität ausgeübt hat und aufgrund dessen Kassel ja erst unlängst zur Fahrradstadt ausgerufen wurde, zwar gerade in den Haushaltsberatungen letzten Jahres, ist es da schon etwas bestürzend, wenn im Haushaltsentwurf zu entnehmen ist, dass im Haushalt 21 entgegenwohnliegende Anbindungen gerade mal 1 Million Euro aus eigenen Mitteln für den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur vorgesehen sind. Doch im Herbst 2019 hatte die damalige Magistratskoalition, also im Wesentlichen dieselben Akteure wie auch heute, die 8 Ziele des Ratentscheids inhaltlich aufgegriffen und nicht zuletzt auch, um den Bürgerentscheid für den Ausbau der Radinfrastruktur abzuwenden, Zusagen gemacht, die schon damals als völlig unzureichend kritisiert wurden. Ohne entsprechende Ausstattung des Hauses mit Haushaltsmitteln bleiben alle Bekenntnisse zum Ausbau des Radverkehrs leere Symbolpolitik. Und wenn ich sehe, was davon mit städtischen Mitteln jetzt umgesetzt wird, bleibt mir nur die Feststellung, ein entschlossener Aufbruch in die Zukunft der Stadtmobilität ist anders aus. Die mutlosen Trippelschritte, mit denen die Koalition hier zögernd in die richtige Richtung taumelt, werden aber auf die Dauer den Druck der Straße, den der Radentscheid und die Klimabewegung letzten Jahren aufgebaut haben, nicht verändert. Es gibt inzwischen, wir alle wissen es, in Kassel eine starke Bewegung von selbstbewussten Bürgerinnen und Bürgern, die in den Ausbau des Radwegenetzes für einen grundlegenden Umbau des Stadtverkehrs einfordern, die sich nicht mehr vertrösten lassen wollen und dabei die Mehrheit der Bevölkerung auf ihrer Seite ist. Das war schon vor Corona deutlich und es wird auch jetzt nach dem vorläufigen Ablauf der Pandemie wieder sichtbar. Verkehrswende geht anders. Und vor allem, darauf weise ich ja auch immer wieder gerne hin, nicht ohne gerade auch die Hauptverkehrsachsen der Stadt in den Blick zu nehmen. Und das heißt nicht zuletzt die Umverteilung des Straßenraums dort zu Ungunsten des Autoverkehrs. Auch das haben wir übrigens im September 2019 im Rahmen der Magistratsvorlage Förderung des Radverkehrs im Grundsatz beschlossen. Dies auch entschlossen umzusetzen, wäre dringend nötig und hätte nicht nur eine verkehrspolitische, sondern um eine gesundheitspolitische und sozialpolitische Dimension. Und das müsste sich dementsprechend auch haushaltswirksam abbilden lassen.
An den Kasseler Hauptverkehrsstraßen leben 40.000 Menschen, davon allein an die 5.000 an der holländischen Straße. Sie leben dort in aller Regel nicht deshalb, weil es schön und warm ist, sondern weil die Wohnungen aufgrund der Lage meistens von Menschen mit niedrigen Einkommen einigermaßen bezahlt werden. Und gerade die holländische Straße, deren Umbau offenbar niemand noch nur in Erwägung zieht, stellt für die Anwohner eine massive Belastung durch Lärm und Abgase dar und insbesondere eine Gefährdung für Kinder und Jugendliche. Zu wenigen sichere Erklärungsmöglichkeiten, auch das war mein Haushaltsantrag, so wird auch wieder einer werden, führen dazu, dass beim Versuch von Fußgängern, die Straße zu überqueren, regelmäßig zu schweren Unfällen wird. Die bittere Ironie daran ist, dass zwar einerseits die holländische Straße eine der Ausfallstraßen Kassels mit dem dichtesten Pkw- und Schwerlastverkehr ist, zugleich aber die Privaten im gedichteten Stadtteil selber mit 203,2 Pkw je 1000 Einwohnern mit Abstand die niedrigste im gesamten Stadtteil ist. Nur zum Vergleich, der Innenverkauf von Rasselsberg kommt jeweils auf eine private Pkw-Dichte von rund 570 pro 1000 Einwohner, Stadtweit sind es 384,6. Natürlich ist dies neben der verhältnismäßig guten ÖPNV-Anbindung der Nordstadt auch darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der hier lebenden Menschen sich schlicht kein Auto leisten. Das bedeutet, dass die Bevölkerung von Nordholland unter dem Verkehrslärm, den Abgasen, den Unfallgefahren leidet, die von anderen erzeugt werden, sie selber aber im Autoverkehr überwiegend gar keinen hat. Und was für die holländische Straße gilt, gilt in ähnlicher Weise auch für die anderen großen autogerechten Ausfallstraßen dieser Stadt. Wer diese Probleme nicht entschlossen angeht und dabei auch Konflikte aushält und austrägt, wird daran scheitern, lebendige Stadtteilplanung mit Aufenthalts- und Lebensqualität zu schaffen und das nicht nur in jenen Stadtteilen, die von Armut und sozioökonomischer Benachteiligung geprägt sind, sondern auch etwa in der Wolfhager Straße in Landeshausen. Dass etwa der Haushaltsantrag des Ortsbeirats Landeshausen zum Ostenplatz bei der zweiten Lesung mit der Begründung abgelehnt wurde, es müssten hier in zentraler Lage Parkplätze erhalten bleiben, sprich Bände im Hinblick auf die Ernsthaftigkeit, mit der das Thema Verkehrswende allzu oft in der Praxis angewendet wird. Dazu wird mein Fraktionskollege David Leidig auch noch etwas sagen, wenn es um den entsprechenden Antrag geht. Und der zweite Schwerpunkt, bei dem die Koalition sich an ihren eigenen Ansprüchen messen lassen muss, kreist die Frage, wie der Magistrat und die tragende Koalition die tiefgreifende soziale Spaltung der Stadt übernehmen. Denn es klafft zwischen den Lebens- und Bildungschancen in den einzelnen Stadtteilen weiterhin eine Lücke, die größer und nicht kleiner wird. Es ist doch offensichtlich so, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung von den positiven wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten ca. 10, 12 Jahre nicht profitiert. Steigende Kosten, etwa für die Miete, stehen Einkommen gegenüber, die mit diesem Anstieg überwiegend nicht Schritt halten. Deutlich wird das an verschiedensten Punkten, so etwa an der Tatsache, dass etwa Nordholland und Rot-Nittmold mit 17,6% jeweils und Wesertor mit 16,2% eine in etwa doppelt so hohe Erwerbslosenquote haben wie der Stadtwald. Und während die Erwerbslosenquote auch in diesen anderen strukturell benachteiligten Stadtteilen in den letzten Jahren tendenziell zurückgegangen ist, steigt der Anteil der arbeitenden Armen wieder. Ähnliche Entwicklungen sind auch stadtweit zu beobachten. Weiter erhellender nämlich als die offiziellen Erwerbslosenquoten ist der prozentuale Anteil der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II in der Gesamtzahl der Haushalte. Und der liegt in Rot-Nittmold bei 25,6%, in Nordholland bei 23,1%, im Wesertor bei 18,3%, aber auch über Zwerin, das mit 16% hier noch recht beantwortet wird. Und diese Zahlen berücksichtigen noch nicht mal die verheerenden Auswirkungen der Pandemiesituation auf die allzu oft gefährdeten Dienstleistungsjobs, die nicht nur aber gerade in diesen Stadtteilen den Löwenanteil der Arbeitsverhältnisse ausmachen. Die Corona-Pandemie hat gerade für die sozioökonomisch benachteiligten Teile der Stadtbevölkerung die Lage noch deutlich verschlimmert. Sie hat die Schere zwischen Arm und Reich weiter geöffnet und besonders diejenigen hart betroffen, die ohnehin von Armut betroffen sind. Das ganze Ausmaß der sozialen Misere wird erst jetzt deutlich, etwa an den Schulen, wo es gerade die Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern sind, die im Digitalunterricht weggebrochen sind, die teilweise mangels WLAN und Online-Angebote gar nicht wahrnehmen konnten und jetzt wieder in den Schulen sitzen und Lernrückstände aufzuholen haben, die eigentlich kaum auszubrechen sind. Und das spiegelt sich auch in der ökonomischen Situation vieler Familien.
Familien wieder, deren Jobs weggebrochen sind, die auf Kurzarbeit waren und mit dem Geld nicht hingekommen sind, deren Verschuldungen sind nach anderthalb Jahren, Krisenjahr, überhand genommen. Das alles trägt noch weiter bei zu den sozialen Lasten, die viele Menschen in dieser Stadt zu tragen haben. Insgesamt gilt, wir haben in der Stadt, und das muss man ganz nüchtern konstatieren, einen relativ konstanten Sockel an Menschen, die im Laufe der für Kassel schwierigen 1990er und 2000er Jahre aus dem ersten Arbeitsmarkt herausgefallen oder auch nie wirklich daheim gekommen sind, die aus unterschiedlichsten Gründen auch in den Jahren des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs aus dieser Situation nicht herausgekommen sind und bis heute als Langzeitarbeitslose oder prekäre Jobberinnen da sind. Wir haben darüber hinaus einen gewissen Prozentsatz an überwiegend jungen Menschen, die bereits in Armut aufgewachsen sind, von Chancenungleichheit im Bildungssystem geprägt sind und mit unzureichenden Qualifikationen oder ohne Schulabschluss auch nur wieder in prekären Aushilfsjobs bekommen und oder Teil von Bedarfsgemeinschaften sind. Und das ist kein Randphänomen, sondern in manchen Stadtteilen ein erheblicher Teil der Wohnbevölkerung. Und hier tut die Stadt nach wie vor zu wenig und verlässt sich weitgehend auf das Jobcenter, die diversen hessischen Qualifizierungsprogramme, auch alle möglichen, und die freien Träger der psychosozialen Hilfe. Was wir aber bräuchten, wären Ideen für eine aktive kommunale soziale Beschäftigungspolitik, die die Menschen mitnimmt und bessere und stabilere Lebensbedingungen und Arbeitsverhältnisse bewirkt. Und hier sehe ich die Zukunft. Und wie sich Armut gerade in der jungen Generation verfestigt und zum ständigen Begleiter der Sozialisation in Schule und sozialen Leben im Stadtteil wird, lässt sich vielleicht in der Quartal ermessen, dass in Kassel rund 26% der Kinder und Jugendlichen Teil einer Bedarfsgemeinschaft nach SG20. Und dass in Nordholland 56,2% aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren Leistungen an SG2 erhalten. In Rundetwort 47,8% und im Wesertor 41,9%. Aber auch in Beckenhausen, Bad Zweren, Mitte, Forstfeld und Waldau trifft diese bittere Realität für rund ein Drittel der Kinder und Jugendlichen zu. So lässt sich die Geografie der sozialen Spaltung dieser Stadt. Rund 4.000 Kinder im Kita-Alter beziehen Teilhabeleistungen nach dem Bildungspaket. Und gerade bei den Kindern und Jugendlichen fällt die soziale Spaltung in mehrfacher Hinsicht besonders ins Gewicht. Gerade in den von Armut besonders betroffenen Stadtteilen ist auch die Betreuungsquote unterdurchschnittlich. Zu viele Kinder haben kein Kita- bzw. Kita-Betreuung, weil Eltern nicht wissen, wie sie an einen Betreuungsplatz kommen können, weil Betreuungsplätze und Fachkräfte fehlen. Immer. Diese dürren Zahlen illustrieren einen sozialpolitischen Skandal, der eigentlich kaum erträglich ist und der uns hier alle fraktionsübergreifend in Bewegung setzen sollte, um gleiche Lebensbedingungen für alle Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt zu schaffen. Welche haushaltswirksamen Maßnahmen ergreift der Magistrat, um die Lebenssituation gerade von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zu verbessern? Ich sehe in diesem Bereich einige Einzelmaßnahmen, durchaus Schritte in die richtige Richtung, wie etwa die Schaffung von Stellen für Sozialpädagoginnen in Kitas und die Schaffung weiterer Erzieherinnenstellen, wodurch die verbreitete Bildungsungerechtigkeit, die hier zum Ausdruck kommt, immer erkannt und ansatzweise angegangen wird. Das ist gut und das unterstützen wir. Der Kita-Ausbau geht voran. Aber das reicht nicht. Es fehlt mir im ganzen Haushalt der große sozialpolitische Entwurf, der der Brisanz der Situation, der der Zusammenballung verschiedener prekärer Lebenslagen gerecht wird, die wir zu tragen kommen. Es wäre eine langfristige Aufgabe für Kommunalpolitik, hier gegenzusteuern. Soziale Schutzmechanismen, kommunale Auszugsteuern und Lebens- und Teilhabechancen. Es muss uns allen darum gehen, darauf hinzuwirken, dass die ungleichen Lebensbedingungen unverändert zwischen den wohlhabenden Stadtteilen im Westen und den sozioökonomisch benachteiligten Stadtteilen im Norden und Osten der Stadt verringert und allmählich beseitigt werden. Davon sehen wir bisher Haushaltswirkungen immerhin ein bisschen, aber insgesamt immer noch nicht. Dazu gehört auch die Lage auf dem Wohnungsmarkt und der deutliche Mangel an bezahlbaren und menschenwürdigen Wohnraum, gerade für Menschen mit geringen und mittlerweile auch mittleren Einkommen. Gerade für jene, die durch prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse an den Rand gekommen sind.
Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Das bekommen Sie von uns hier seit Jahren an, jedes Mal zu hören. Und es ist bisher, trotz der Einführung und Verschärfung der Sozialwohnungsquote, noch keine Verbesserung der Situation zu spüren. Wohnungsnot für Menschen mit geringen und, ich wiederhole es mittlerweile teilweise auch für Menschen mit mittleren Einkommen, passen, eines der großen Probleme, dem erheblich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, als dies seitens der Magistratskoalition in den letzten Jahren geschehen ist. So unterliegen inzwischen einmal 6% aller Wohnungen in der Stadt einer Mietpreisbindung oder Belegungsbindung. Auch wenn man zeitweise den Eindruck gewinnen konnte, dass ein Ansatz von Problembewusstsein in Teilen der alten und neuen Koalition Einzug gehalten hat, in der Praxis ist davon immer noch nicht so richtig hinzuspüren. Immer noch wird die Schaffung von Wohnraum im Wesentlichen privaten Investoren überlassen. Investoren, denen man dann mühsam in zähen Verhandlungen die Einhaltung der Sozialwohnungsquote abbringt, und letztlich ist das, was dabei entsteht, viel zu wenig, um auch nur die Verluste durch aus der Bindung fallende Sozialwohnungen auszugleichen. Und von den Mieten her viel zu teuer, weil private Investoren ja die Baukosten abschreiben und dementsprechend kostendeckend vermieten. Nötig wäre es, gemeinsam mit der GWG ein groß angelegtes kommunales Sozialwohnungsprogramm mit langfristigen oder unbefristeten Sozialbindungen aufzulegen, mit klar erkennbaren Zielen und Schwerpunktsetzungen und eher durch Nachverdichtung und nicht durch große Neubaugebiete, die ja meistens allerdings auch sinnloserweise mit einem Familienhaussiedlung, die am Feldlager zugebaut werden, und zugleich durch wirksame Milieuschutzsatzungen und die Einrichtung einer Stabsstelle Mieterschutz Druck vom Bestand zu nehmen und die Mieter zu stellen. Die Stadt hat die Mittel, sie hat das Instrument, nämlich die städtische Wohnungsgesellschaft GWG, und das Einzige, was wirklich zu fehlen scheint, ist der politische Wille. Und dazu gehört auch die Waldfertigung. Und dazu gehört auch die Beschäftigungspolitik der Stadt selber. Unsere Kritik daran ist ja eine völlig andere als die von Herrn Dr. Den Beschäftigungsabbau, der Aufbau der letzten Jahre kritisieren wir nicht. Wo die Aufgaben wachsen, wachsen auch die Anforderungen an den Stellenbestand der Stadt. Wer nachhaltig planen will, wer bauen will, wer an der Kita-Situation etwas verändern will und mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen will in diesem Bereich, der muss Stellen schaffen. Das hat die Stadt getan und tut sie weiterhin. Das begrüßen wir. Hier sehen wir, dass das, was da entsteht, bei uns so reich ist. Wir kritisieren nicht wie die CDU, dass es zu viel wäre, sondern eher zu wenig. Wir kritisieren vor allem auch, dass die Beschäftigungspolitik der Stadt seit etlichen Jahren auch an verschiedenen Stellen dadurch gekennzeichnet ist, Stellen auszugliedern in externe Gesellschaften, was unter anderem den Nebeneffekt hat, dass die Tätigkeit dieser Gesellschaften nicht mehr der direkten Kontrolle durch die gewählten Stadtverordneten unterliegt. Und wir teilweise oder überwiegend noch nicht mal mehr die Geschäftsmöglichkeiten zu bewegen kommen. Die Ausladung von kommunalen Aufgaben an privatrechtlich organisierte Gesellschaften hat aber darüber hinaus auch Lohnabgaben von 10 bis über 30% für die einfachen Beschäftigten zur Folge. Durch die Auslagerung, insbesondere der Gebäudereinigung, an insgesamt 12 verschiedene Firmen, hat die Stadt seit 1999 weit über 20 Millionen Euro eingespart. Und wissen Sie was? Das ist das Geld der Beschäftigten, das da eingespart. Das ist schon noch da, aber nicht in den Taschen. Der Reinigungskräfte. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass durch die Auslagerung der Gebäudereinigung an Privatunternehmen Kostensenkung sowohl zulasten der Qualität der Arbeit, wenn Sie jederzeit an der Stelle wieder anbieten, als auch zulasten der Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gegangen ist. Im Moment erhalten privatwirtschaftlich Beschäftigte für höhere Leistungsanforderungen, sprich Arbeitshetze unter verschärften Zeitdruck und erhöhter Arbeitsverdichtung, geringere Löhne. Ich erinnere mich nur noch mal an unsere Vereinbarung. Ja, fast damit. Solche kommunalen Dumpingregelungen führen zur gesellschaftlichen Ausgrenzung von gering bezahlten Beschäftigten und zu einer Zweiklassenbeschäftigung. Beschäftigung für Aufgaben des öffentlichen Dienstes. Und das ist eigentlich letztendlich ein Anachronismus. Hier wäre es richtig und notwendig, eine Kehrtwende einzuschlagen und ein Zeichen zu setzen,
für eine sozial verantwortungsvolle Stadtpolitik und diese Relikte einer sozial unsozialen Beschäftigungspolitik mit überproportionalen Anteil übrigens an Frauen aus der längst vergangenen Phase des Neoliberalismus endlich zur Seite. Als Fazit bleibt für meine Fraktion die Feststellung, dieser Haushaltsentwurf enthält im Einzelnen durchaus zarte Ansätze in die richtige Richtung. Dementsprechend werden wir, wie auch schon in der zweiten Lesung in Fidibu, sowohl der Veränderungsliste als auch sämtlichen Änderungsanträgen von Grünen und SPD zustimmen. Die Änderungsanträge der Koalition beinhalten durchaus sinnvolle Förderungen für die Jugendarbeit, soziale Infrastruktur, freie Kulturszene. Und das unterstützen wir vorbehaltlos. Zugleich werden wir einzelne in der zweiten Lesung Fidibu nicht berücksichtigte Anträge aus den Ortsbeiräten hier aufgreifen zu geben. Überhaupt muss ich auch feststellen, dass der Umgang mit den Anträgen der Ortsbeiräte und auch den Oppositionsfraktionen, die ja wieder mal weit überwiegend abgelehnt wurden, sich gegenüber den letzten Jahren nur unwesentlich verbessert hat. Deutlich wird auch inhaltlich ein kohärenter Entwurf für den sozialökologischen Umbau, die Verkehrswende und eine soziale Stadtentwicklung für alle. Ist aus diesem Haushalt noch nicht umzusetzen. Das, was hier heute zur Abstimmung steht, bei allen, wie gesagt, einzelnen positiven Aspekten und guten Ansätzen, reicht insgesamt noch lange nicht als Vision für eine lebenswerte Zukunft der Stadt und ihrer Menschen. Und deshalb werden wir den vorliegenden Haushaltsentwurf ablehnen.